Donnerstag Abverkauf nach den US-Inflationszahlen, dann massive Rallye. Freitag dann wieder Abverkauf, heute wieder massive Rallye. Also es geht turbulent zu. Und dass es jetzt heute nach oben geht, ist jetzt so fürchterlich überraschend nicht. Das liegt einerseits am Sentiment, das liegt aber vor allem auch an der Mechanik. Denn es sind extrem viele Puts draußen, es ist extrem viel Absicherung am Start, die Hedgefonds sind unterinvestiert, große Player sind unterinvestiert und dann kommt ein Permabär der Wall Street, nämlich Mike Wilson von Morgan Stanley und sagt, oh, da könnte jetzt eine ziemlich dicke Rallye kommen, die den S&P 500 auf 4000 oder sogar 4150 Punkte führt und das wären immerhin 16% beim US-Leitindex vom Stand jetzt, also eine ganze Menge Holz. Schauen wir uns die Gemengelage mal an und da ist er, der Mike Wilson, der hat Respekt an der Wall Street, denn seine Prognosen sind hervorragend eingetroffen. Er hat immer wieder gewarnt, dass diese Bärenmarkt-Rallys und das, was wir aktuell erleben, hält er auch für eine Bärenmarkt-Rally, um das gleich mal klarzustellen, dass das eben Bärenmarkt-Rallys sind und nicht der Boden, nicht eine Buy-the-Dip-Gelegenheit, die nie wiederkommt, sondern eben eine Bärenmarkt-Rally. Und diese Bären haben übergeordnet wahrscheinlich immer noch recht, aber sie leben jetzt in gefährlichen Zeiten, denn sie werden ziemlich gesqueezed. Da ist einfach zu viel Schmerz voraus oder der Weg des größten Schmerzes, der geht derzeit nach oben, nicht mehr nach unten. Der Weg nach unten hat schon so viel Schmerz verursacht. Jetzt ist es der Weg nach oben, der den größten Schmerz verursacht. Hier sagt Mike Wilson, ja, diese Rallye kann bis 4.051 Punkte laufen, wie gesagt, wenn die Renditen fallen, bevor die Inflation fällt. 16% Rallye und er sagt, das ist eigentlich eine typische Bärenmarkt-Rallye, die da so ablaufen kann. Das wäre also nicht überraschend, würde das übergeordnete Bild nicht so wirklich verändern, das Mike Wilson hat. Aber er sagt, wir werden jetzt so langsam konstruktiver für den mittelfristigen Ausblick. Das sind nicht die 1970er Jahre, sagt er in Anspielung an diese große Inflation, die wir eben da vor 50 Jahren schon gesehen haben. Ja, eine Earnings Recession werden wir bekommen. Ja, wir werden wahrscheinlich auch eine Rezession bekommen. Aber the room is getting crowded. Also da sind sehr, sehr viele, die sich Sorgen machen, die Panik bekommen, die dementsprechend auch positioniert sind. Und ich hatte es schon gesagt, wir hatten Rekordputs in der letzten Woche. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir das Resultat heute. Wir sehen große Tech-Werte über 3% teilweise im Plus. Und dann auch vor allem diese Geschichte mit dem Sentiment, das ist der eine Treiber plus Positionierung, Mechanik. Und der andere Treiber ist, dass die Ursache der Panik am britischen Anleihemarkt abgeebbt ist, nachdem Hunt, der neue Finanzminister, der neue starke Mann in Großbritannien, praktisch gesagt hat, das, was euch die Premierministerin erzählt hat, ist alles Quatsch. Wir machen jetzt genau das Gegenteil. Wir werden die Steuern nicht senken, sondern anheben. Dadurch die Renditen britischer Staatsanleihen nach unten. Und das hat dann den Move mit nach oben gebracht. Und nach Eröffnung hatten wir die Situation an der Wall Street, eröffnet ja 15:30 Uhr, dass 99% der S&P 500 Aktien gestiegen sind, nachdem die Renditen für Staatsanleihen gefallen sind. 499 Aktien waren es, genauer gesagt. Wir hatten schon mal am 4.10. einen ähnlichen Wert, wo mehr als 490 der 500 Aktien im S&P gewonnen hatten. Heute also das zweite Mal, das wäre absoluter Rekord, zeigt aber, wie wild die Märkte derzeit sind. Und hier unten in diesem Chart sehen Sie bei Eröffnung die Most Shorted Stocks, also die Aktien, die am stärksten geschortet sind. Und plumps, das ist ein ziemlich heftiger Short Squeeze, den wir derzeit erleben. Das gilt vor allem für die Puts. Privatanleger haben letzte Woche dreimal mehr Puts sich ins Depot gelegt als Calls. Normal gibt es immer mehr Calls, also Wetten auf steigende Märkte als Wetten auf fallende Märkte. Diese Puts sind oft Absicherungen oder eben werden gekauft in Erwartung fallender Kurse. Und das ist einfach dann eine Kontraindikation. Jetzt müssen viele diese Puts eindecken, wenn der Markt nach oben geht. Die treten dann als Käufer auf und so kann sich dann eben eine solche Bewegung eben mal ganz entspannt etwa beim Nasdaq 3,5% nach oben spulen. Und diese Retail-Trader, um die es hier geht, also die Privat
Investoren, die sind so extrem bärisch geworden und haben Puts gekauft, als wir eine der überverkauftesten Situationen an der Wall Street in den letzten Jahren hatten. Also perfektes Timing, könnte man sagen. Das rächt sich, das schlägt jetzt eben zurück. Timing ist im Leben alles. Und hier gibt es auch den Washout, das Washout-Model, das schon gezeigt hat, naja, da könnte was nach oben kommen. Da war schon eine gewisse Kapitulation vieler Anleger zu erkennen, vor allem von Hedgefonds, deren Exposure, deren Engagement in Aktien so tief wie seit 5 Jahren nicht mehr. Die sind massiv short gegangen, nochmal am Freitag, wie das Handelsbuch von Goldman Sachs zeigt. Wir sehen hier die amerikanischen Vermögensverwalter, Kapitalallokation von unter 20%. Das sind Extremwerte, oben die NAAIM-Number und unten der S&P 500. Also da auch einfach schlichtweg Unterinvestition. Und das gilt dann auch für sogenannte Risk-Parity-Portfolios. Das sind also institutionelle Investoren, die einen bestimmten Mix aus Aktien und Anleihen haben. Meistens so 60-40, also 60% Aktien, 40% Anleihen. Und die hatten ja Pech in diesem Jahr, weil sowohl die Aktien abgeschmiert sind, als auch die Anleihen abgeschmiert sind. Und jetzt sehen wir, dass diese Risk Parity Funds ihre Equity Allocation in der zweiten Perzentile haben. Also die waren praktisch in mindestens 98% aller Fälle stärker in Aktien investiert. Sie sind also jetzt unterinvestiert und das Investment in Anleihen ist auf Allzeittief, wie hier Daten der Deutschen Bank zeigen. Und das hat ja durchaus Sinn gemacht, wenn beide Assetklassen ja so deutlich fallen. Aber wenn dann was nach oben kommt, dann müssen natürlich solche institutionelle Player auch sagen, ich kann ja meinen Investoren, meinen Geldgebern alles sagen, nur nicht, dass ich eine dicke Rallye verpasse. Also muss ich da mit. Und so kann ein solcher Sog eben dann nach oben entstehen. Dazu noch Zahlen von Bank of America, die sehr gut waren. Oder auf jeden Fall besser als erwartet. Auffallend ist, dass im Handel Bank of America keinen einzigen Tag Verlust gemacht hat. Einige Kunden der Bank of America wahrscheinlich schon. Aber jetzt hatten wir die Zahlen von JP Morgan am Freitag. Auch besser als befürchtet. Jetzt Bank of America besser als befürchtet. Also einer der Treiber dieses Abverkaufs war ja auch die Furcht, boah, das wird eine brutal miese Berichtssaison, aber jetzt wird die vielleicht gar nicht so mies und dann kann eben eine solche Bewegung nach oben passieren. Aber natürlich ist die Kuh noch lange, lange, lange nicht vom Eis. Was wir hier geschafft haben, ist von wöchentlichen 200er MA nach oben abzuprallen, wie Sven Henrik hier zeigt. Jetzt ist das natürlich eine dicke, eine fette Unterstützung. Die war so um und bei 3500 Punkte im S&P 500. Jetzt kann was nach oben kommen, aber wie gesagt, das ist nach wie vor eine Bärenmarkt-Rallye. Aber diese Bärenmarkt-Rallyes sind eben die impulsivsten Rallyes, die wir sehen. In Bullenmärkten steigen die Aktienmärkte meistens jeden Tag so 0,2%, 0,3%. Keiner hat Angst, keiner will verkaufen. Es geht immer so ein bisschen nach oben, aber keine 4% nach oben. Das ist nicht typisch für Bullenmärkte. Und hier sehen wir diese Turbulenzen am britischen Anleihemarkt, die ja auch diesen Abverkauf mitbedingt haben, den wir bei den Aktienmärkten gesehen haben. Hier oben sehen Sie mal die Volatilität bei britischen Staatsanleihen. Das ist ja durchaus eine relevante Assetklasse. Die ist so nach oben geschossen. Selten, dass eine entwickelte Ökonomie so krass volatil sich Situationen am Finanzmarkt gegenüber sieht. Eine Marktradikale wie Liz Truss wurde von den Märkten im Prinzip zurückgepfiffen, musste praktisch hier komplett ihr Programm, naja, aufgeben, muss man sagen. Ihre Tage dürften gezählt sein, bald als Premierministerin. Unten sehen wir, dass laut Insider-Angaben ein UK Pension Fund, diese sogenannten LDIs, Liability-Driven Investment Vehicle, bla bla. Jedenfalls, einer scheint in echter Schieflage zu sein und der hätte heute seinen Knockout erfahren, wenn es mit den Renditen weiter nach oben gegangen wäre. Also hatte Hunt, der neue Finanzminister, sich getroffen mit Bailey, dem Notenbankchef, und die haben mal eben beschlossen, da müssen wir jetzt mal den Kurs ändern. Das zeigt, wie machtlos Truss inzwischen ist, zeigt aber auch, wie ernst die Lage gewesen ist, denn wenn ein solcher großer
Pensionsfonds kippte, dann kann vieles kippen, weil alles eben miteinander vernetzt ist. Und jetzt sehen wir, dass die Bank of America nicht nur Pensionskassen rettet, sondern jetzt britischen Unternehmen auch am Energiemarkt hilft, indem sie ihnen Liquidität zur Verfügung stellt, damit die also nicht auch noch aus der Kurve fliegen. Das ist eine ganz neue Interpretation einer Notenbank. Die EZB dürfte sehr genau hinschauen. Und interessant auch, dass andere Regierungschefs in Europa gesagt haben, ja, finden wir gut, dass die jetzt umsteuern, denn das sei nicht so besonders gegenfinanziert. Also wenn ich jetzt die Steuern für die Reichsten senke in einer Zeit, wo ich versuchen muss, dass die Leute nicht vor der Frage stehen, heat or eat, heizen oder essen, dann ist das natürlich auch symbolisch sehr ungeschickt. Auch wenn ein marktliberaler Ansatz in jeder Hinsicht einem regulistischen sozialistischen Ansatz vorzuziehen ist, um auch das klar zu machen. Aber die britischen Anleihen heute gefallen. Wir hatten insgesamt ja an den Anleihenmärkten jetzt 11 Wochen in Folge fallende Kurse respektive steigende Renditen. Hat es noch nie gegeben, wie JP Morgan jetzt rausgefunden hat. Und man hat hier Daten seit 1978, also das ist die längste Verluststrecke. Und dass da jetzt vielleicht dann auch mal eine Gegenbewegung kommt, eine impulsive Gegenbewegung kommt, wäre ja so fürchterlich überraschend eigentlich nicht. Und dann gucken wir uns noch die Währung der guten Briten an. Hier das britische Pfund heute. Ziemlich dick nach oben gegangen, gestartet so im Bereich ja, unter 1,12, dann gestiegen über die 1,14er Marke. Das britische Pfund wird inzwischen schon in Anlehnung an Bitcoin als Britcoin bezeichnet, hier in diesem Chart von Capital.com. Viele fragen ja, von wem war jetzt der Chart nochmal? Ich wollte es nur erwähnt haben, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir nach China oder was auch immer oder China. Hier sehen wir, dass jetzt der Volkskongress läuft. Xi Jinping mit einer, wie ich finde, katastrophalen Rede, die er da gehalten hat gestern von wegen, ja, wir werden auf keinen Fall verzichten, militärische Gewalt zu gebrauchen, wenn es sein muss. Letztendlich eine Planungswirtschaft, eine Umsteuerung von einem Kapitalismus zur Planwirtschaft, das wird schiefgehen in China und es ist bereits schiefgegangen in Kombination mit der geradezu irrationalen Corona-Politik. Jetzt sagt man mal plötzlich, die Veröffentlichung unserer BIP-Daten werden wir verschieben. Man möchte wahrscheinlich nicht, dass schlechte Zahlen, die hier zu erwarten sind, vergleichsweise schlechte Zahlen, dann eben die Jubelstürme des Volkskongresses stören. Aber das ist wirklich eine harte Nummer, einfach mal Zahlen zu verschieben, weil es jetzt gerade nicht so ins Konzept passt. Und China hat ja oft dann auch Flüssiggas geliefert, respektive hat den Wiederverkauf von Flüssiggas, das eigentlich nach China geliefert wurde, erlaubt. Oder die chinesischen Firmen haben es schlichtweg gemacht. Jetzt aber hat die Regierung das verboten. Und das könnte für Europa ein Problem werden. Ist es noch nicht. Der Gaspreis heute ist ziemlich dicke gefallen, wie wir hier sehen. 10% geht es nach unten. Die EU plant einen dynamischen Preisdeckel für die größte Gasbörse. Hier unten sehen wir mal den TTF-Future, also den maßgeblichen in Amsterdam gehandelten Future, der gefallen ist. 10% auf jetzt 127,80 €. Wir sind im August noch bei 350 knapp gewesen, also mehr als halbiert. Mal sehen, ob das dann auch irgendwann bei den Endkunden ankommt. Die Deutsche Bank jedenfalls warnt schon von der deutschen Deindustrialisierung. Da haben wir ja Fans dieser Deindustrialisierung als politische Partei, weil das bedeutet ja weniger CO2, gell? Also wir leben lieber in der Höhle, als dass wir Deutschen CO2 verbrauchen. Das können die anderen machen, aber wir nicht, gell? Da sind wir Prinzipien treu bis in den Untergang hinein. Jawohl, die Deutschen, ein sehr seltsames Volk. Und anders als die Briten haben wir auch keine komplett aufgeblähte Finanzindustrie oder naja, einen leistungsfähigen Digitalsektor, also haben wir sonst nichts mehr außer unserer Industrie. Das ist natürlich schon etwas, was sehr bedenkenswert ist. Immerhin fällt jetzt der Gaspreis. Das könnte helfen, wenn der Strompreis jetzt auch noch fällt, dann würde sich die Lage etwas entspannen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Buy the Dip-Zeitpunkt rückt näher. Aber nur für dieses Land. Ja, was ist damit gemeint, meine Damen und Herren? Wenn Sie es wissen wollen, anschauen. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung.
Wie weit geht es noch runter eigentlich mit den Aktien? Bert Flossbach, ein sehr rationaler, sehr angenehmer Zeitgenosse, sagt, ja, kann schon noch ein bisschen runtergehen, wenn eine heftige Rezession, und da spricht er von der Wall Street, wenn da eine heftige Rezession kommt, aber vieles ist da schon abgefrühstückt. Sehr, sehr kluge Aussagen über Inflation und Bewertungen von Aktien möchte ich Ihnen dringend empfehlen. Da sind Sie auf jeden Fall in guten geistigen Händen bei Bert Flossbach. Zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.